Heute in der Testschuhvorstellung ist dieser Schuh, das ist der Adidas Adizero Boston 12. Das ist die beliebte Adidas Boston-Reihe, mittlerweile die 12. Version. Und die Vorstellung macht mir besonders viel Spaß, denn der 10er und 11er, die haben wir ausführlich beschrieben, viel kritisiert und der 12er kann vieles, was der 10er und 11er nicht konnten. Der Schuh, ich gucke gerade hier nebenan, weil hier haben wir den 11er, den zeige ich auch gleich nochmal im Detail. Und man sieht schon, die sind sich sehr ähnlich, aber innen drin dann doch sehr unterschiedlich, die Schuhe. Hier, das ist der Adizero Boston 12 und der 12er wiegt 270 Gramm in etwa in der Herrenversion, 227 Gramm in der Frauenversion. Er hat eine Sprengung von 6 mm und er kostet 160 Euro. Ja, der Adidas Adizero Boston 12 ist in dieser Version komplett überarbeitet worden, vom Obermaterial bis zur Außensohle. Und das sieht man, deswegen hatte ich da eben zur Seite geguckt, sieht man schon, wenn man den Schuh sich genauer anschaut, von der Seite her betrachtet, fallen die Unterschiede noch gar nicht so doll auf. Aber wenn man dann zum Beispiel mal drunter schaut, dann sieht man schon die Sohlenkonstruktion und auch das, was sich da drin befindet, ist komplett neu. Fangen wir mal unten an. Was geblieben ist, ist diese wunderbare Continental-Außensohle hier im vorderen Bereich des Schuhs, also dort, wo sich der Fuß vom Boden abdrückt. Hier hinten haben wir eine neue Mischung. Dann sehen wir schon hier durch dieses Löchlein diese Energy Rods. Die sind geblieben als technisches Element. Übrigens hier aus Fiberglas, eine Konstruktion, das ist kein Carbon, sondern Fiberglas. Aber die Anordnung dieser Energy Rods ist ganz neu. Und zwar fundieren die hier im Fersenbereich, sind hier kreisförmig aufgebaut. Und dann gibt es 5 Stäbe, die nach vorne reichen, bis unter den Vorfuß. Und das bewirkt, dass der Schuh eine unglaubliche Spannung in der Mittelsohle hat. Das heißt, der Schuh flext. Ich kann ihn also so, wie man hier sieht, flexen, nach vorne abdrücken, wenn der Fuß also abrollt. Aber er hat eine unheimliche Spannung, dass er sich also gleich wieder zurückschnellt in die Ausgangslage. Und das bewirkt natürlich beim Laufen, dass man einen Push nach vorne kriegt. Und diesen Push spürt man tatsächlich. So haben wir beim Test empfunden. Was aber vielleicht noch deutlich spürbarer ist, das ist der Unterschied bei den Zwischensohlenmaterialien. Zwar technisch von der Formel her die gleichen wie beim Vorgänger, aber da sieht man, was die Materialentwicklung ausmacht. Denn dieses Light Strike Pro Material unter dem Fuß, also diese helle Schicht, die hier direkt verbaut ist, die hat eine neue Mischung bekommen. Und die ist deutlich dämpfender als beim Vorgängermodell. Das heißt, der Schuh fühlt sich jetzt deutlich weicher gedämpft an. Und das ist positiv, denn gerade bei den beiden Vorgängermodellen, beim 10er und 11er, da haben viele von unseren Testläuferinnen und Testläufern kritisiert, der war uns zu hart, der war nicht mehr so dynamisch wie die früheren Versionen. Also gerade der Adidas Boston 9, der war bei uns im Test super beliebt. Sind ganz viele Testläuferinnen und Testläufer sogar auch im Wettkampf gelaufen. Und dann kamen eben der 10er und 11er, die waren nicht mehr so beliebt. Und der 12er, der knüpft jetzt an dieser tollen Adidas Boston Tradition an. Auch durch dieses Light Strike Pro Material und darunter diese Schicht, das ist Light Strike 2.0, so ist es genannt. Und dieses hellere Material hier unten, das sorgt mehr für Stabilität und einen etwas festeren Auftritt und Stabilität auch bei der Torsion. Das heißt, der Fuß wird im Abrollvorgang etwas stabilisiert. Dann kommen wir zum Obermaterial. Und man sieht hier schon sehr stark die Unterschiede, wenn ich mal den Vorgänger zeige. Die Passform ist weitgehend ähnlich geblieben. Die Leistenform ist gleich, also die Passform, die auf dem Leisten basiert, ist gleich geblieben. Aber man merkt, wie die Änderung des Obermaterials dann doch den Sitz beeinflusst. Man hat schön viel Platz hier im Vorfußbereich und der Lockdown, also der Halt hier im Mittelfußbereich, ist hervorragend durch dieses Material und durch die, vor allen Dingen durch die Schnürung. Aber man muss sehr sorgfältig schnüren. Die Lasche ist nicht mehr wie beim Vorgänger mit der Mittelsohle verbunden, sondern ist jetzt frei floatend. Und man muss sie also schön nach oben ziehen und dann sehr sorgfältig schnüren, damit der Schuh hier dann schön Halt im Mittelfuß hat. Vor allen Dingen auch, dass er dann Halt hier im Fersenbereich hat. Bei Läuferinnen und Läufern mit schmaler Ferse haben wir beobachtet, dass wir da gelegentlich einen leichten Fersenschlupf hatten, was sich dann aber eben durch die Schnürung regulieren lässt. Besser geworden ist übrigens hier die Auskleidung, hier im sogenannten Schuhkragen. Also hier hat man so eine leichte Polsterung, die man hier auch sehen kann. Und die ist etwas komfortabler, etwas dicker geworden. Und dadurch sitzt der Schuh jetzt da besser. Was man sehr schön sehen kann hier auch beim Modell, das Licht leuchtet fast hier durch den Schuh.
Und das zeigt, wie viel Luft eben auch durch dieses Gewebe hier hindurchkommt. Die Beatmung und der Luftaustausch ist hervorragend. Also gerade für Wettkampfeinsätze, für schnelle Läufe im Sommer ist der Schuh bestens geeignet. Ja, ich deute es jetzt schon an, Wettkampfeinsätze. Für wen ist der Schuh geeignet? Wie der Boston schon immer von der Natur seines Modells war, ist ein Schuh für schnelleres Lauftempo. Aber er macht eben diesen wunderbaren Spagat als leichter Trainingsschuh für flotteres Tempo, aber er lässt sich eben für Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer auch bis hin zu Wettkampfdistanzen 10 Kilometer Halbmarathon oder sogar auch, warum nicht, für den Marathon einsetzen. Allerdings sollte man dann biomechanisch effizient laufen. Das heißt, wer Probleme hat mit dem Abrollverhalten oder etwas wackeligen Fuß, für den ist der Boston nicht so gut geeignet, aber wer neutral läuft, ein neutrales Fußabrollverhalten hat, für den ist der Boston hervorragend geeignet. Und zudem, gerade mit diesem rückfedernden Mechanismus durch die Energy Rods, bringt der Schuh tatsächlich diesen Pep in den Laufschritt, dass man das Gefühl hat, der Schuh beschleunigt auch. Also quasi dieser Superschuss-Effekt wie bei den Carbon-Schuhen, ohne dass der Schuh eben komplett steif ist. Wie gesagt, er flext hier leicht und man hat nicht das Gefühl, dass man in einem super steifen Carbon-Schuh unterwegs ist. Insofern, und das ist auch die Empfehlung für alle Läuferinnen und Läufer, die eben nicht mit einem Carbon-Schuh laufen wollen, mit den mittlerweile bekannten Problematiken, die es auch geben kann, gerade für die rückwärtige Fußmuskulatur und Beinmuskulatur. Die Carbon-Technologie belastet gerade die rückwärtige Muskulatur sehr stark und auch die Achillessehne sehr stark. Und da ist der Boston tatsächlich vielleicht sogar die bessere Alternative. Mittlerweile gibt es ja einige Schuhe in diesem Bereich, dieser super Trainingsschuhe. Ich habe hier mal einen mitgebracht, das ist der New Balance Fuel Cell SC Trainer. Der hat auch eine Carbonsohle, die den Schuh aber sehr stark versteift. Ist ein vergleichbares Modell zu dem Adidas Boston. Daneben sind so Modelle wie zum Beispiel der Saucony Kinvara Pro, der jetzt rausgekommen ist, der auch mit der Carbonsohle mittlerweile versteift wird. Muss man ausprobieren, muss man tatsächlich auch mal ein paar Schritte drin laufen, ob man das mag oder ob man eben diese leichte Flexibilität bevorzugt. Adidas positioniert den Boston gerade in dieser Adizero-Reihe auch natürlich sehr, sehr nah an dem Adios Pro 3. Also das hier ist sozusagen dann die Wettkampfrakete unter den Schuhen. Das ist also der Schuh dann für die Elite-Läuferinnen und Elite-Läufer, der nochmal natürlich im Gewicht deutlich leichter liegt. Aber vor allen Dingen dieser Schuh hat dann, man sieht hier, ist hier angedeutet, diese Energy Rods. Und die sind dann tatsächlich steifer. Das heißt, bei diesem Schuh, hier kann man überhaupt nichts mehr flexen. Da ist die Sohle komplett steif. Jetzt kann man natürlich fragen, wer braucht diesen Schuh? Ich sag mal so, wenn man Amanal Petros heißt zum Beispiel, wenn man Rekorde laufen will, wenn man um Siege mitlaufen will oder ich sag's mal ganz deutlich, wenn man im 10-Kilometer-Bereich so deutlich unter 40 Minuten beim Tempo läuft oder auch deutlich unter 35 Minuten, dann lohnt sich so ein Schuh natürlich nochmal. Ansonsten können wir den Adidas Adizero Boston 12 sehr empfehlen für all die ambitionierten Läuferinnen und Läufer, die also einen sehr schnellen Trainingsschuh haben wollen, fürs Training auf Straße wohlgemerkt, wobei der auch auf feuchtem Asphalt sehr guten Grip bietet mit der Sohle. Es ist kein Schuh natürlich für Trails oder unwegsames Gelände, sondern es ist ein sehr schneller Trainingsschuh, der aber sehr universell wieder einsetzbar ist, dank sehr gutem Dämpfungsverhalten und wirklich einer sehr, sehr gelungenen Überarbeitung des kompletten Schuhs.